So, fertig. Sowas finde ich immer. Kann ich nicht. So, das muss ich irgendwie überspringen, weil das war ja hallo. Das habe ich ganz gut hinbekommen. Da hätte ich ja Jahre dran sitzen. Das habe ich ganz gut hinbekommen. Ja, hallo, ganz toll. Dazu brauche ich mein Zeitfunkgerät. Ja. Nee. Ach nee. Nee. Ach nee, ach komm. Nö. Verdammt, das Zeitfunkgerät bekommt keinen Strom. Hätte ich nicht früher daran denken können, die Batterie zu laden? Darum werde ich mich sofort kümmern. Natürlich. So heißt es, ich hätte mich da auch früher drum gehört. Nee, ich hätte mich darüber kümmern, da ich hätte das machen müssen, so. Wir waren auch was mit den Dingern hier. Wir haben deutlich mehr Energie verbraucht. Den Svensson kann ich erst fest. Wir haben deutlich. So. Von außen. Die Zeitkapsel. Vielleicht kann ich die Batterie am Generator der Zeitkapsel aufladen. Der Svensson befindet sich zwischen den beiden Zylindern. Die Zeitkapsel hat noch Energie. Vielleicht kann ich die Batterie am Generator der Zeitkapsel aufladen. Generator, wo ist er denn? Die Zeitkapsel hat noch... Der Svensson... Den Svensson kann ich nicht einstecken. Er ist fest montiert, um eine ständige Energieversorgung... Seltsam. Da... Es scheint keine... Im Griff gibt es ein Batteriefach. Ha. Da haben wir ja das Problem. Die Batterie ist leer. Ich könnte versuchen, die Batterie direkt am Svensson aufzuladen. Eigentlich sollte ich das nicht machen. Der Svensson ist für viel größere Energiemengen gedacht. Ach, was soll's, ich brauche die Energie. Genau. Scheiß drauf. Oh, das klang nicht so gut. Oh. Nee, das sieht doch ja nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Das hätte wirklich nicht passieren dürfen. Die Alge, die die Brennstoffzellen mit Wasserstoff versorgt, ist eingegangen. Nigel wird mir den Kopf abreißen. Nein, da geht gar nichts mehr. Nicht gut. Gar nicht gut. Ne. Ja, das hast du natürlich schön gemacht. Wir haben deutlich mehr Energie. Ja. Naja, gehen wir mal schnell. Ich glaube, hallo, wir müssen Kontakt aufnehmen. Das Zeitfunkgerät hat wieder Strom. Bitte, jetzt aber bitte. Ja, der Empfänger erkennt das Gerät. Na, dann wollen wir mal. Na, bitte. Mal sehen. Jetzt müsste ich auf Empfang sein. Hallo? Zeitleitstelle? Irgendwer? Hier ist Funker Faye. Hört ihr mich? Zeitteam hören? Hallo? Schnell! Amplifier! Wir haben eine Na dann. Wir versuchen seit Tagen, euch zu erreichen. Wir haben ein Problem. San Francisco ist... Hallo? Hallo! Die Verbindung ist sehr schlecht. Können wir... Hallo! Quadi! Faye? Faye! Die Zeitdrift ist bereits zu stark. Unsere Zeitlinien weichen mehr und mehr ab. Wir versuchen dich jetzt mit den anderen Teams zu verbinden, bevor der Kontakt ab... Quadi? Oh nein. Nein. Nein, bitte, bitte nicht.
Dina, du lebst. Wo sind die anderen aus deinem Team? Wir haben hier ernste Probleme. Wir wurden getrennt. Ich fürchte, sie sind... Hey, bist du das? Bitte komm. Warte kurz, Dina. Hey, wir haben uns berechnet. 2050 ist zu spät. Joseph? Oh mein Gott! Was ist da bei dir los? Wir können den Klima gar nicht mehr aufhalten. Wir sind mittendrin. Ich wiederhole. Wir sind... Gott! Verloren. Wir haben verloren. Mission abbrechen. Bringt euch in Sicherheit. Ups. Dina? Dina! Dina, so melde dich doch! Oh nein! Faye, ich stelle auf 0,6. Ich kann vom Hör liegt an dieser verdammten Strahlung. Es ist das Kraftwerk. Hörst du? Das Kraftwerk. Ich glaube. Quelle gefunden, Faye. Ich... Sadie, empfängst du mich noch? Bleib bitte dran, ich... Sie sind alle tot. Nein. Was soll man denn jetzt machen? Oh mein Gott, okay. Ich nehme es zurück. Wenn es so aussehen sollte, dann will ich auf keinen Fall so lange überleben oder leben. Ganz ehrlich, wenn die Welt wirklich so ist, ne, schnell. Wir müssen Nanu? Gucken, mal, ob wir noch... Nigel? Nigel! Seltsam. Ich suche besser nach ihm. Hm. Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Scheint eine Sitzgelegenheit zu sein. Ich würde gerne, aber ich habe eine Mission. Nein, da ist nichts. Oh, es fällt immer was in die Ritzen. Da war aber nichts. Schade. Was für eine wunderschöne Landschaft. Aber was soll das darstellen? Hey, das sind Bäume. Ich habe noch nie in meinem Leben Bäume gesehen. Eradehen. Ja, Eradehen. Okay. Bauen wir es mal realer hin. Ja, das ist besser. Das müsste wieder so. Oh, es ist viel zu groß. Es ist das Einzige, was diesen Ort hier gemütlich macht. Also, das will ich nicht sein. Das will ich sein, aber besser. Das war knapp. Ich sollte aufpassen, wo ich hintrete. Das versuche ich garantiert noch einmal. Und selbst wenn ich wollte, die Treppe ist zusammengebrochen. Na, sag das doch. Vielleicht will sie hier ich kann sie nicht öffnen. Sie ist abgeschlossen. Schade. Zwecklos. Sie ist fest verschlossen. Aber wir haben doch bestimmt ein Messer. Nicht schlecht. Und was haben wir da? Das ist ein Schraubenzieher. Was hat der hier drin verloren? Oh, immer mitnehmen. Oha, noch was? Nee. Hau einen Schraubenzieher, den gehen wir mal wieder hier. Nee, hier. Gehen wir dann mal nach rechts. Nigel? Oh nein. Und hey, warte, hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ein Newt. Hallo? Sterb jetzt nicht weg hier. Verdammt. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Haltet durch, Nigel.
Scheibenkleister. Irgend so ein alter Federmechanismus hat die Leiter wieder nach oben gezogen. Haltet durch, Nigel. Ich lass mir etwas einfallen. Keine Chance. Scheibenkleister. Zu hoch. Eine Nylonschnur. Reißfest. Nein, unzerreißbar. Schade. Müssen wir vielleicht... So eine trübe Brühe. Ich kann leider nicht schwimmen. Wieso haben Sie es nicht gelernt? Wir leben unter der Erde. Ich musste es nie lernen. So, so. So, so. Aber wir haben Schraubenzieher. Ah. Das Seil ist an einer Art Rolle mit der Wand verbunden. Wenn es hier mal Schrauben gab, dann sind sie irgendwo unter diesem ganzen Rost verschollen.